Herzlich willkommen hier bei Novel Property im wunderschönen Alanya. Mein Name ist Dennis. Ja, ich nehme euch heute einfach mal mit durch den Tag, habe ich mir gedacht. Nicht immer nur Immobilienpräsentationsvideos, sondern einfach mal, ja, wie sieht der Alltag aus? Was mache ich so? Wie sieht mein Alltag aus oder Teile davon? Und ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Wir haben es jetzt 5.10 Uhr. Ich bin ja, erstaunlich früh wach. Also ich bin immer so zwischen 5 und 6 wach. Ich werde automatisch wach. Jetzt checke ich mal ja, ein bisschen Kurse, bevor ich in den Tag starte. Ein Käffchen muss auch sein, dass man halt richtig fit wird. Dann haben wir heute einiges, was auf dem Programm steht. Ja, Kleinigkeiten halt, die anstehen. Aber ich dachte mir, vielleicht ist es für den einen oder anderen interessant. Und ja, schauen wir halt mal. Und ja, seid gespannt. Ich bin es auch. Ja, wir haben auch schon einen kleinen Zeitsprung gemacht. Wir sind jetzt bei 8 Uhr roundabout. Meine Kinder, die muss ich gleich auch noch versorgen. Das ist die Villa, die zu verkaufen steht. Auch schon einige Anfragen sind. Schönes Wetter heute. Wurde auch Zeit. Temperaturen sind auf jeden Fall angenehm. Ja, genau. Also abseits von Immobilien habe ich auch noch ein paar andere ja, Dinge, die mich interessieren. beschäftige mich mit Rohstoffen etc. Gucke ich mir halt die Märkte auch ein bisschen an morgens. Kryptos, Bitcoin, Ethereum und so weiter. Heute 1% im Plus, das ist positiv. Lira hat an Wert gewonnen. Ist gut für die Leute, finde ich gut. Also für mich eher negativ fürs Handelskonto, aber egal. Ja, habe auch schon mehrere Telefonate geführt, unter anderem mit dem lieben Tyler zum Beispiel. Der hatte mich auch angerufen für eine Kundenanfrage. Da bin ich auch schon tätig für geworden. Hab mal geschaut, was wir dem Kunden anbieten können. Sucht ein Projekt für in einem Jahr. Und ja, haben ein paar Sachen halt durchgesprochen, bevor wir den Tag rein starten. Jetzt haben wir 8.19 Uhr gerade. Morgens werden dann halt immer die E-Mails gecheckt. Manchmal verschwindet was im Spam-Ordner. Das ist auch ein neues Projekt. Die Nova Residenz wird in Obersein, 600 Meter von der Waldorfschule. Habe ich mit Haller heute Morgen ein bisschen was durchgesprochen. Ja, und so findet das eigentlich ja öfters statt. Ja, nur mal ganz kurz ein bisschen durchgesprochen, ein bisschen telefoniert. Habe auch schon mit jemandem kundentechnisch telefoniert. Gleich stehen Besichtigungen an von Objekten. Zeit muss ich noch abstimmen. Ja, ich denke mal so um 9, vielleicht um 9:30, je nachdem. Wir haben neue Wohnungen reinbekommen. Ich kenne die Anlage zwar, war aber das letzte Mal vor 2 Jahren da. Und ich habe es halt ja, nicht in real gesehen. Ich kenne, wie gesagt, die Anlage, aber diese Wohnungen separat nicht. Wir haben auch noch Termine am Nachmittag und noch morgen. Und bevor, das machen wir immer so. Also wir nehmen nicht irgendwo was, was wir nicht kennen. Wir machen auch Hintergrundchecks. Wir gehen vor Ort, auch wegen dem Aspekt böse Überraschung. Man muss vor Ort gehen, also immer, immer, egal worum es geht, weil erst dann weiß man, ob man es überhaupt irgendjemandem anbieten kann, ob das Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht. Und ja, das wird heute sein. Werden schöne Wohnungen sein, so wie ich das gelesen habe in der Preisliste. Vom Preis her mega interessant. Und ja, werde ich mir noch mit jemandem gemeinsam anschauen. Und ja, dann schauen wir halt einfach mal. Vielleicht werde ich dazu ein Video machen, das weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie es vom Faktor Zeit her passt. Und auf jeden Fall Fotos machen für die Kunden. Das gehört halt auch dazu. Ja, und dann Tapos überprüfen lassen vom Büro etc. pp. Das sind halt Sachen, die gehören halt mit dazu. Dann stehen auch wieder Termine an, um 13 Uhr müssen wir Kunden einsammeln, Aufenthaltstitel machen, das ja, gehört halt auch mit dazu, weiß der eine oder andere ja natürlich. Ja, und dann halt, ja, das tägliche Leben, wie gesagt, es endet nicht mit einer Vertragsunterschrift und mit dem Grundbuchübertrag,
Sondern eigentlich fängt es dann erst an, weil dann sind die Kunden hier, dann ist das Leben hier, dann ist eine Frage hier, dann ist eine Frage da, dann steht der Behördengang an, dann steht dies an, dann steht jenes an, dann kommt vielleicht ein Brief von der Stadt Alanya, die Kunden können kein Türkisch und so weiter und so weiter. Also man ist immer irgendwie miteinander in Kontakt und das ist auch das Schöne. Also das sollte so sein, das ist wichtig und wie ich mal gesagt habe, aus Kunden werden Freunde, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, ist natürlich klar, aber da ist halt immer noch eine Beziehung, eine Verbindung da und das ist mir, das ist uns persönlich sehr, sehr wichtig und das machen wir auch so. Ja, jetzt sitzen wir draußen, trinken noch einen Schluck Kaffee von unserer Anlage. Der arbeitet auch da, der den Garten macht. Meine Frau spricht gerade mit ihm durch, wo bei den Anwohnern hier was gemacht werden soll. Hier wird halt, wie gesagt, noch viel gebaut. Ja, gehört halt auch dazu, wir sind hier ein bisschen in der Verwaltung mit drin und ja, meine Frau macht das, oder Frau? Ja. Ja. wie gesagt, das gehört auch dazu. Jetzt gleich machen wir uns dann fertig und werde noch ein, zwei Telefonate führen mit Faruk und werde schauen, dass wir in die Objekte gleich reinkommen können. Und dann haben wir nachher 13 Uhr, Frau? 13 Uhr. Mit wem haben wir Termine? Anita? Anita und wie heißt sie? Ines und Stefan. Ines und Stefan. Das heißt, ihr werdet das auf YouTube sehen, ob ihr wollt oder nicht. Nein, Spaß. Ich frage euch natürlich vorher. Ja, und dann geht es einfach durch den Tag. Ja, nichts ist so beständig wie die Änderung. Kollege ist beim TAPO-Amt. Dann haben wir seine Wohnung übergeben. Vielleicht hole ich ihn ins Video. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Wird eine Überraschung. Vielleicht hat er Lust, vielleicht nicht. Werde ich dann sehen. Ja. Immer wieder Änderungen, so ist das halt. 13 Uhr war eigentlich angedacht, aber doof, 13 Uhr ist Pause, also bis 13.30 Uhr bei den Behörden. Das heißt, wir können erst danach müssen mit zwei verschiedenen Kunden zwei verschiedene Dinge machen. Also der grobe Schlachtplan sieht dann wie folgt aus. Ich sammle die ein, schmeiße sie meine Frau mit der Kundin beim Götzi da so raus, dass sie dann ICAMET machen kann, muss nur noch was nachreichen. Ja, und ich erledige dann mit den Kunden ja, Telefonkarte und Bank, Bankkarte etc. pp. Und ja, schauen wir mal, dass wir vorher die Wohnung noch filmen. Der braucht auf jeden Fall länger. Ich hoffe mal, dass sich das nie überschneidet. Jetzt muss ich auch noch schnell mit Faruk telefonieren, wegen zwei Kunden, wegen Tapus etc. pp. Also wie gesagt, ihr merkt, da ist immer schon, es ist immer viel Telefoniererei und ja, viel auch Änderungen, so ein bisschen Improvisationstalent ist irgendwie auch gefordert. Vielleicht schaffe ich es auch nochmal irgendwann in diesem Leben noch eine Wohnung für euch abzufilmen oder das Projekt, was ich eingangs gezeigt habe. Wir schauen einfach mal. Dann auch noch zwei Kunden, die sich zurückmelden heute, die auch hier sind. Mal schauen, die waren auf Besichtigung, schöne Projekte, schöne Objekte gehabt. Da fällt auch die Entscheidung in beiden Fällen heute. Und ja, dann steht auf jeden Fall dann auch das normale Prozedere an, also Vertrag etc. Bankkonto haben wir schon eröffnet mit den Kunden. Und ja, so ist es halt. So laufen die Tage halt durch. Puh, was soll man sagen? Immer weiter. Ach, ist das ein herrliches Wetter. Eigentlich wären diese Vlogs eher was für Türkei auf Deutsch als für den Immobilienkanal. Aber ich dachte, ich mache mal was anderes und nehme euch mit. Jetzt aber noch etwas Wichtiges. Also mit das Wichtigste eigentlich an jedem Tag. Meinen Tieren guten Morgen sagen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Chanel. Ich will schon rüberkommen. Gell, Baba, ja. Hallo Küssen, hallo mein Mädchen, hallo Schatz, ja, mein Baby, ja, genau, Papa kommt rein, okay? Hallo Schatz, Applejack, Papa? Gell, Papa, ja? Gell, Papa? Hallo Schatz. Geht's dir gut? Jo, Dunmo? Ja, du bist mein kleines Mädchen, ne? Und das ist der Shakir. Ja. Ja. Also für die, die Türkei auf Deutsch nicht kennen, kennen wahrscheinlich auch meine Tiere nicht. Das ist der Shakir. Hallo Shakir. Hallo.
Männelein, das ist der Chico. Den müssen wir noch ein Weibchen holen. Na, Chico? Ein Weibchen wäre schön, oder? Ja, du bist auch mein Baby, ne? Ja. Er ist 2 Jahre alt. Chanel, du bist 5, ne? Bist du 5? Ja. 5 Jahre ist die alt. Shakir, wie alt bist du? Das weiß keiner so genau, ne? Also ich weiß auch nicht, wie alt er ist. Ich schätze auch mal 4 oder was. Ne? Ja. Futter ist voll. Wasser auch. Also können wir weitermachen. So, dann können wir uns jetzt auch langsam fertig machen und in den Tag reinstarten. Wir haben kurz vor 9. Und wie gesagt, ich nehme euch mit. Ist mal ein bisschen auch Privates mit bei. Ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt für den einen oder anderen. Ja, viel Spaß. So, fertig gemacht. Vorsichtshalber mal die Jacke mitgenommen. Weil abends ist es schon frisch und kann ja nicht schaden. Laptop eingepackt. Ja, so kalt haben wir es jetzt nicht. Fahren wir mal schnell die Besichtigung erledigen. Ja, wir sind jetzt wie gesagt gleich da. Um 9:30 haben wir Termin. Und dann schauen wir uns mal die Objekte an. Ich hoffe, die sind so vielversprechend, wie die Preise sind. Kunden haben auch Geld geschickt für Miete. Muss ich auch noch gleich zur Bank zwischendurch irgendwo anhalten, das abholen und mich mit den Vermietern treffen. Die wollen das bar haben. Ihr könnt euch denken, warum. Ja, das sind alles so Kleinigkeiten, die dann halt immer sind. Dann werde ich wahrscheinlich unser neues Projekt heute Nachmittag mir anschauen, fahren. Da haben wir auch eine mega schöne Wohnung. Also Wucht entstehen. Ich habe das einem angeboten und überlege aber, ob ich die selber kaufe. Ist so mit Gartenanteil. Meine Mutter wollte ganz gerne was mit Gartenanteil haben. Und schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir 10:40. Wir warten noch einen Moment. Haben wir 2 Stündchen Zeit bis zum Termin. Das sollte sich eigentlich ausgehen, aber wird eng. Ja, Kollegen haben länger gebraucht, also warten wir hier im Kargecak und tun noch schnell ein Käffchen trinken, eine Kleinigkeit essen und dann fahren wir gemeinsam zum Objekt. Und ja, wie das mit Kunden ist, manchmal dauert es länger, man kann nicht mit der Stoppuhr alles planen, das geht einfach nicht in dem Job. Ist kein Problem, das ist normal. Hier ist übrigens unser Haustür, unser Pullman. Meine Frau geht jetzt mal fragen hier wegen Reinigen. Ja, meine Frau war jetzt gewesen beim Pullman und letztes Jahr haben wir 550 oder was bezahlt. Euro für 6 Monate Wartung, also die ganzen Chemikalien. Und jetzt will er für Willen 900 Euro haben für 6 Monate. Das sind 150 Euro im Monat. Dann lassen wir das dem aus der Anlage machen. Ja, weil das sehe ich nicht ein. Also für 10 Minuten Arbeit, zweimal die Woche 150 Euro. Die drehen ja eine Runde. Das mache ich nicht. Da werden wir jetzt gerade abgeholt. Mal schauen. Immer Telefon. Ja, gerade eine schöne Wohnung gefilmt. Ich wurde gefilmt. Filmst du auch jemanden? Hier filmt er auch, na sowas aber auch. Ja, wir sind jetzt mit dem Filmen fertig, ich und meine Frau. Jetzt ist der liebe Erjan und die Jenny am Filmen. Schön den Garten, Duplex 4 plus 1 hier abgefilmt in Kargecak. Wir haben ja auch noch Penthouse. Freizeitaktivitäten schaffen wir leider nicht, weil wir beide auch wieder Termine haben. Und Preise variabel. Je nachdem, was es ist. Penthouse ist natürlich ein anderer Preis wie die Gartenwohnung. Dann je nachdem, was für eine Aussicht es ist. Ja, wie gesagt, wir arbeiten auch zusammen da, wo es passt. Wie gesagt, das ist halt eben nicht so der Hardcore-Wettbewerb, wie man das vielleicht vermuten mag. Ja, ist halt einfach schön. Also ist ein schöner Job, macht Spaß. Wir lernen viele Leute kennen, viele tolle Leute kennen. Und ja, so, das ist ein vernünftiges Miteinander. So sollte das sein. Und wenn die fertig sind,
dann fahren wir wieder zurück und dann sammeln wir die Kunden ein und dann geht's weiter. Ich habe euch ja gesagt, ich nehme euch mal ein bisschen mit durch den Tag. Das Video muss ja auch noch irgendwann bearbeitet werden. Die Immobilienvideos müssen auch noch irgendwann bearbeitet werden. Oh Gott, oh Gott. Da habe ich gar nicht dran nachdenken. Egal. Ja, durchatmen. Wir haben super schönes Wetter. Und ja, passt alles. Hallo, was machen Sie hier? Was ein machen Sie? Video. Warum machen Sie Videos hier? Schauen wir mal die Anlage an. Das ist voll schön. Findest du nicht? Ja. Lichter Garten. Ja. Badebereich haben wir unten. Pool haben wir. Wird zwar im Mai eingelassen, aber... Ja, Kölner. Ne? Ja, Kölner Kennzeichen. Den Mercedes kennen wir doch. Das sind die Eltern von einer sehr guten Freundin von meiner Frau. Merve, wenn du das siehst, schöne Grüße auch an dich. Ja, und jetzt heißt es weiter, weiter. Wir haben noch 40 Minütchen ungefähr, 20 nach 12. Immer weiter. Ja, auf dem Weg nach Obba. Haben noch eine halbe Stunde Zeit. Hat ja wieder perfekt gepasst. Herrliches Wetter haben wir heute. Also wirklich ein Traum. Ich bin so glücklich, dass ich hier leben darf. So, sind wir in Obba angekommen. Statten wir Basri noch einen Krankenbesuch schnell ab. Der wohnt nämlich im gleichen Haus. Der ist nämlich heute rausgekommen aus dem. Nee, gestern? Gestern ist er raus. Gestern. Ja, auf dem Weg der Besserung. Freut mich. Dann packen wir die Anita ein für Scotchy Darisse. Und ja, dann müssen wir auch noch Bankkarte machen. Und ja. Internet, ganz wichtig, müssen wir auch noch machen. Und Telefonkarte müssen wir auch noch machen. Machen wir in einem Abwasch und dann schauen wir mal, wie wir durchkommen. Ne? Also wir sind jetzt bei unseren Mietkunden im Voyage Garden in Obam. Da sind zwei Mietwohnungen wieder frei geworden von Kunden, die bei uns auch was gekauft haben und dann umziehen. Da haben wir aber auch schon direkt Nachmieter. Ja, geht halt schnell. Mietwohnungen sind halt Mangelware. Ne? Ja, gerade bei dem lieben Basri. Servus, geht's dir besser? Das ist viel besser. Dann. Krankenbesuch machen. Dann hatte ich ja schon gesagt, was danach ansteht. Gerade noch ein Kunde im Büro gewesen. Hat mich unsere Mitarbeiterin Yasemin angerufen. Mit dem setzen wir uns dann morgen zusammen. Dann noch ein Kunde angerufen. 16 Uhr, jetzt werden die Pläne. Das ist das, was ich heute Morgen gesagt habe. Man kann den Tag nicht auf die Minute genau planen. Ihr habt es mit Erjan gesehen. War auch eine Stunde zu spät. Weil mit Kunden, das ist halt eben so. Also nichts ist so beständig wie die Änderung. Hallo Anita, wartest du auf uns? Ja. Ja, dann kommen wir runter, würde ich sagen. Wir kommen runter. Ja, 3 Minuten vor der Zeit ist es Soldatenpünktlichkeit. Anita ist 3 Minuten vor der Zeit, perfekt, so gehört sich das. Ihr seht schon, geht immer weiter. Fertig? Seid ihr fertig? Ja, schön gestrichen. Du, bei dir ist Urlaub ausgebrochen, oder? Ist bei dir Urlaub ausgebrochen? Ja, ja. Haben sie bei dir gestrichen? Ja? Nur gestrichen. Ja, alles fertig. Bettchen kommt auch? Bettchen? Kommt alles. Ja, Auto voll. Erster Weg, Bergi Darisse, Steuern bezahlen, Götschi Darisse. Und dann gehen wir dir eine Bankkarte holen. Ne? Ja, genau, ja. Eine Bankkarte, Handykarte, erst danach. Noch ein Objekt schnell begutachten. Unser neues Projekt, Nova Residenz. Und dann ins Office zum Termin. Und dann wahrscheinlich nach Kargecak wieder. Wir werden sehen. So, und da wären wir auch beim Finanzamt der Stadt Alanya. Und wir fahren weiter, ne? Ja, Karte bestellen schnell. Ja, ich weiß noch nicht so genau, ob das klappt, weil normal machen wir es mit Pass. Kundennummer nehmen, haben wir auch nicht, wir haben die Kontonummer aus dem Online-Banking. Reisepass nehmen normalerweise, Personalausweis haben wir nur. Schauen wir mal, ob ich dir das verklickern kann, ob die uns eine Karte bestellt, ne? Ja, unkompliziert, nichts dabei gehabt.
Zwei Minuten, eine Minute? Eine Minute, ne? Schockpartung. Hat trotzdem geklappt. 7 Tage, dann zu Hause und dann... Wir machen den Handyvertrag. Ja. Super. Nein, wir machen hier eine Prepaid-Card. Ach so. Kein gratis iPhone heute. So. Ja, jetzt noch schnell bei der Telekom, ja, wie gesagt, einen Anschluss machen. Mache ich natürlich auf mich, weil ohne Kimlik, Icamet kriegt man das nicht. Ja, also wir machen das bei Turkcell, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, 200 Lira Gebühr. Ja, wieder perfektes Timing. Handykarte hat er, Mobilfunk ist jetzt da. Wir kommen im türkischen Mobilfunknetz. Gut, super, sehr schön. Meine Frau ist auch fertig, kommt zum Büro. Ja, so ist das. Ich habe ein Abonnement für die ganze Stadt und trotzdem hängen sie immer die Dinger dran. Ich meine, es kostet nichts, aber trotzdem ist ja Papierverschwendung. Naja, gut. Ja, den lieben Stefan wieder nach Ober gebracht und jetzt geht es Richtung Office. Meine Frau ist zu Fuß gelaufen und dann Terminvorbereitung für gleich. Und dann schauen wir mal. Ach, wir haben schon wieder richtiges Sommerwetter. Die Leute sind draußen. Das Meer ist schön blau, herrlich. Und Oleg, Bolek und Lolek machen die Quad-Safari. Die suchen Löwen und Tiger in den Bergen von Karagecak und hier im Stadtkern. No. Ja, um 3 Uhr endlich im Office, noch ein Stündchen Zeit. Ja, im Moment kommen Interessenten, die sich für meine Nachbarvilla interessieren. Alle wollen mein Nachbar werden. Nein, Spaß. Aber schon einige Anfragen, muss man sagen. Noch 2 konkrete. Ja, müssen mal eben schauen. Ja, vielleicht finden wir die neuen Nachbarn, wer weiß. Ja, mal wieder auf Besichtigung und ich habe was Interessantes festgestellt bei meiner Nachbarvilla. Wir haben hier ein Intercom. Intelligentes Leben, da kannst du verschiedene Modi einstellen, Sicherheitseinstellungen, da kannst du zwischen den Häusern kannst du Nachrichten schicken, schon nicht schlecht, Notfall. Ja, wenn man vergleicht zum letzten Video, geht es hier voran. Oh, hier kommt die Sauna, Dampfraum, Toro. Ja, der Letzte, der ins Büro kommt. You waited for me, right? You guys waited for me? Okay. Ja, das ist das Brandon. Nova Garden. Ja, jetzt langsam auf dem Heimweg. In der Autofahrt noch ein bisschen telefonieren. Gleich zu Hause auch noch weiter telefonieren. Ja, der Sommer kann kommen, definitiv. Ja, wie gesagt, gerade hier in Kestel. Ja, in Deutschland fährt man bei Dunkelheit los und kommt in Dunkelheit nach Hause. Hier fährst du ja los, wenn es hell ist und kommst aber trotzdem nach Hause, wenn es dunkel ist. So, die letzten Meter in Karagecak. Ja, um 8:45 endlich angekommen. Jetzt haben wir noch 2 Telefonate zu führen. Oder? 3. Sollte aber nicht mehr so lange dauern, denke ich. War mal ein anderes Video. Ja, mal ausnahmsweise keine Präsentation. Oh, nochmal neu. Pass auf. Zu Hause angekommen, 8:45 haben wir es. Noch 3 Telefonate. 3 auf jeden Fall noch zu machen. Die stehen an und dann ist Feierabend. Ja, es war mal ein anderes Video. Habt ihr normalerweise nur auf Türkei auf Deutsch gehabt, solche Videos, Vlog-mäßig. Ich habe jetzt mal so ein bisschen so den Alltag mit reinstreuen lassen. Immobilien heute auch noch gefilmt, kommt auch noch was zu. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Wir haben auch wieder schöne Projekte. Wird auch die Tage nochmal ein Video kommen, werde ich dann euch entsprechend vorstellen. Wenn euch der Kanal gefällt, Daumen geben, würde ich mich sehr freuen.
Wenn euch das Thema Immobilien interessiert, besucht gerne unsere Internetseite www.novatürke.com.tr. Und es bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, außer einen wunderschönen Abend. Bis dahin. Ciao, ciao.